ich habe hier schon mal ein Dreieck angezeichnet und als erstes untersuchen wir mal die Mittelsenkrechten dieses Dreiecks und schauen, ob die Mittelsenkrechten des Dreiecks uns auf den Schwerpunkt eines Dreiecks führen könnten. Wir wissen ungefähr aus der Schule, da war was mit den Dreieckstransversalen, so heißen die Dinger. Fangen wir mal mit den Mittelsenkrechten an. Ich müsste also von den Seiten meines Dreiecks jeweils die Mittelsenkrechte bestimmen. Das wäre einmal hier der Mittelpunkt, dann eine Senkrechte, so, erste Mittelsenkrechte. So, dann noch eine von der nächsten Seite. Hier ist der Mittelpunkt, Senkrechte. Und die letzte. Hier ist der Mittelpunkt. Ja, wir sehen schon gleichschenkliges Dreieck. Die eine Mittelsenkrechte geht durch einen Eckpunkt. Aber auch die dritte geht durch diesen gemeinsam vorher schon vorhandenen Schnittpunkt. Um den geht es ja dann auch immer. Irgendwie haben die sich alle immer in einem Punkt geschnitten. Könnte das, ich sag mal lieber M, der Schwerpunkt könnte es definitiv nicht sein. Warum? Könnt ihr selber begründen. Schaut euch das Dreieck an. Das kann nicht der Schwerpunkt sein. Aber es ist interessant, dass die sich alle drei in genau einem Punkt treffen. Ist dem wirklich immer so? Das untersuchen wir vorab mal noch genauer, bevor wir zur nächsten Dreieckstransversale übergehen.